Guten Abend, meine geliebten Heroes und Zeros und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hero Zero. Ja, wer hätte das gedacht? Genau, ich sehe gerade, dass ich kein Arbeitsbooster habe. Wieso habe ich kein Arbeitsbooster? Was soll denn das? So, erstmal hier fett verlängern. Ich hab's ja. Mr. Big Money hier. Und heute mit zwei top aktuellen, super interessanten News, die einfach nur, die werden euer Brain so flashen. Das ist, boah, das wird so richtig eskalieren. Also wenn ihr diese Nachrichten jetzt gleich hört, dann werdet ihr euch einfach nur denken, scheiß die Wandern. Ohne diese Nachricht hätte ich keinen einzigen weiteren Tag überlebt. Erstens, die WM-Doppelwoche ist vorbei. Damit sind alle Doppelbonis wieder nach Hause zurückgekehrt. Heute gab es 20 Trainingseinheiten für jeden. Und das war's damit. Na, hat sich jetzt euer Leben nicht grundsätzlich verändert? Habt ihr nicht diesen inneren Kern in euch neu entdeckt, neu aufsprühen lassen? Er ist der Sonne entgegengewachsen und jetzt endlich frei. Jetzt könnt ihr in Frieden weiterleben mit dieser News. Genau, dann hab ich heute, ja, ich weiß, man kann es nicht glauben, es ist 20.53 Uhr Ortszeit, Bayern, Deutschland. Deutschland hat heute übrigens gewonnen, Halbfinale. Habe ich meine Energie und meine Trainingseinheiten, die heute sogar verdoppelt waren, vor 21 Uhr MEZ durchgespielt. MEZ heißt mitteleuropäische Zeitzone. Das gab's noch nie. Ja? Vor allem habe ich danach noch nie ein Video gemacht. Ja? Also sprich, das ist jetzt das erste Video, das ich mache, indem ich komplett fertig bin. Und dafür bitte, meine Damen und Herren, Applaus. Danke, 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 danke ist schon wieder gut. Danke, 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 danke. Wenn ihr jetzt denkt, wo war der Applaus? Ja, ich bin zu faul, welchen einzuspielen. Genau an dieser Stelle. Zu faul und zu inkompetent. Nee, ich könnte es wahrscheinlich schon machen, aber es wäre dann wahrscheinlich viel zu laut und würde irgendwie den Ingame-Sound verzerren oder irgendwie so eine Scheiße oder die Audiospur würde wieder verschwinden. Deswegen lasse ich solche Späße einfach mal. Aber naja, egal. Ja, ansonsten ist nicht viel passiert. Diese zwei obergigantischen Mega-News, die ganze Welt verändern werden, waren es eigentlich so grundsätzlich. Mehr ist eigentlich echt nicht passiert. Ja doch, ich habe heute meine Noten für die Abschlussprüfung bekommen, aber die werde ich euch ganz sicher nicht verraten. Ich sage mal so, ich bin nicht durchgefallen. Exakt. Genau. Und ansonsten, wir sind jetzt wieder Vollzeit. Wir sind jetzt wieder 21 Leute. Mit Sprechen habe ich es heute nicht so. Sind jetzt wieder 21. Wir haben jetzt einen extrem niedrigen für alle Leute, die sich wundern. Hey, kick den doch mal, ich bin 40 Stufen höher. Ja, der hat halt freundlich darum gebeten, der ist der erste seit, keine Ahnung, einer Woche oder so, der wenigstens mal sinnvolle deutsche Sätze ohne Rechtschreibfehler geschrieben hat. Dann habe ich mir gedacht, ja, kannst mal reintun, vor allem, weil ich auch ein bestehendes Mitglied im Team, Baylife, kommt hier gerade perfekt, auch darum gebeten hat, dass ich ihn doch bitte reintun soll, was jetzt sein Kumpel ist. Und weil er eben auch noch so eine gute Bewerbung geschrieben hat, hatte ich da jetzt keine Bedenken. Und Ausnahmen, habe ich ja gesagt, kann man immer mal machen. Aber wenn mir halt einfach nur jemand eine stinknormale Bewerbung mit Stufe 17 schickt, ja, ganz ehrlich, sorry, aber Anforderung Mindeststufe 50. Und wenn man sich dann nicht mal hinsetzt und kurz drei Zeilen schreibt, warum man denn mit dem niedrigen Level schon aufgenommen werden sollte, ja, dann tut's mir leid, aber dann ist ein Platz im Team natürlich nicht gegeben. Genau. Damit muss ich jetzt gleich noch das Suchtmitgliederzeichen wegmachen, weil sonst kommen weitere Bewerbungen. Irgend so ein Megaspacko hat mir letztens auch 30 Bewerbungen oder so am Stück geschickt und dachte mir einfach nur, denkt jemand, der so etwas macht, wirklich, dass er nach so einer Aktion ins Team kommt? Nein, ganz sicher nicht. Dann habe ich direkt auf die Igno-Liste gesetzt. Ja, da stehen bei mir gerade mal 7 Leute oder so drauf. Das in über 3 Monaten Spielzeit und ich wurde oft zugeflammt in dem Spiel. Das glaubt ihr gar nicht, wie oft. Aber die meisten sind nicht draufgekommen, weil sie halt irgendwann einfach aufgehört haben, weil sie gemerkt haben, dass es mir am Arsch vorbeigeht. Aber solche Sachen wie viele Teamanfragen haben viele geschickt, aber die meisten habe ich nicht auf die Igno-Liste gesetzt. Ich habe das einfach ignoriert und dann haben sie irgendwann auch aufgehört, wo sie gemerkt haben, oh, den interessiert das nicht.
Genau, oder sie haben sich dann endlich mal die Anforderungen durchgelesen und haben gemerkt, oh, ich bin ja 40 Stufen unter der Anforderung. Kein Wunder, dass der mir nicht antwortet. Aber naja, auf sowas könnte man ja auch von selbst kommen, aber manchen Leuten fehlt dazu anscheinend der Grips. Soll jetzt nichts gegen irgendwen persönlich sein, aber naja, so ist es halt normal. Kennt ja auch jeder aus jedem Spiel, gibt ja überall so leicht inkompetente Menschen. Sehr leichte inkompetente Menschen. Naja. Okay, sehr spannender Kampf gerade. Ich weiß gar nicht, Sondereinsätze sind wir jetzt über 275, ne? Meine ich mich zu erinnern. Ah, das heißt, wir probieren jetzt den Endboss im dritten. Ach nee, Moment, wir haben ja die Endlosschleife im ersten wieder. Dann machen wir die kurz noch. Ach, naja, müssen wir das hier noch kurz überspringen hier. Über die übelst umbashen. Null Problemo. Ist auch richtig easy. Die minderjährigen Ski-Noobs. Puh, naja. Stand da nicht gerade noch 6 weiter? What the fuck? Achso. Jodeltrupp der. Achso, das ist noch gar nicht der letzte. Ach nee, das ist ja gar nicht. Das ist doch die Fantasterei, die Berghöhlen, Menschen, Yeti, Fell. Fantasterei oder irgendwie so. Stimmt, der Jodeltrupp. Ach, das war in einem Dings, in einem. In einem Sondereinsatz war das, glaube ich, wo der Jodeltrupp drin war. Der Jodeltrupp der hohen Lautstärke. Genau. Ach, ich überlege schon, ob ich das einfach beim nächsten Mal komplett überspringen, weil es ist echt immer das Gleiche und ob man sich das wirklich reinziehen muss. Zugegebenermaßen ist schon ziemlich lame teilweise. Naja. Wir kommen auf. Ach, Höhenschwindel-Fantasterei. Heißt das Viech. Naja. Okay. Ich war ja nah dran mit Jedi Viech, Feldteil, Bergsdingens, Kirchen, Fantasterei. Er wird wohl nichts. Der ist mir minimal überlegen von den Skills her. Oh, ich habe nicht mal mehr einen Schlag gemacht. So, da sind schon die Willkommensgrüße im Chat. Da muss ich jetzt auch nochmal hinterhersetzen. Und wir haben sogar Donuts gespendet bekommen. Woo! Erstmal. Willkommen. Yeah. 100 Donuts, was kann man denn für 100 Donuts kaufen? Ja, man kann auf jeden Fall nicht Popularität ausbauen. Man könnte Münzen ausbauen. Aber, Moment mal. Kann man Quartier ausbauen? Quartier. Oh, 100 Donuts bringen uns überhaupt nichts. Wer auch immer die gespendet hat, schäm dich in Grund und Boden. Oh. So, jetzt muss ich erstmal hier die Teile wieder zubunkern. Das hier ist mein Kondi-Zeug. Das muss jetzt gleich wieder ins Inventar sneaken. Passt. Und dann den da hier. Da müssen wir noch blättern. Genau, ich hätte jetzt fast vergessen. Hier gibt es auch noch. Das gibt es auch noch. Boah, sind die Items sehr schlecht. Das ist unglaublich. Hier ist sogar was mit plus 3. Nice. Lohnt sich auf jeden Fall. Plus 3 ist immer gut. Hier ist noch was mit plus 3. Allerdings Konditionen. Moment, Umhang. 7. Na gut, ist genauso. Dann weg. Wut? Ach, das geht hier nicht. Oh, das ist natürlich blöd. Nochmal das. Ach, oder ich mache einfach den hier. Ach, so ging das doch immer, oder? Die Sachen auswechseln. Doch. Doch, das passt. Ups. Genau so. Sondereinsatz Nummer 1. Die wurde schon. Lol. Hallo? So, what the fuck? Muss ich mal kurz aktualisieren? Was ist denn hier los?
Ja, hallo, was ist denn das hier? Hallo. Was? Nein, doch. Erscheinen, erstellen. Was ist denn hier los? Tja, hat man auch nicht alle Tage hier. Was ist denn das? Die lassen mich nicht mehr ins Spiel rein. Die lassen mich nicht mehr ins Spiel rein. Ich wollte gerade Lucy zum 20. Mal retten. Das gibt's ja nicht. Was mache ich jetzt? Das ist jetzt natürlich leicht ärgerlich. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich, wenn ich hier einfach mache, wenn ich hier einfach mache, dass es dann vielleicht geht. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte Hero Zero Server auch mal abstürzen. Bei Shakes & Fidget gibt es das ja ab und zu mal, dass da mal kurz was offline ist oder so. Naja, dann sehen wir uns gleich wieder. Fragt einfach nicht, okay? Fragt einfach nicht, was das war oder warum das war. Fragt einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Spiel wollte anscheinend nicht, dass ich weiterspiele. Ein bisschen unfair, finde ich. Alle anderen dürfen immer weiterspielen, nur ich nicht. Ist das auch immer live, ne? Unglaublich. Erstmal fett durchklicken. Meiner geballten Klickpower. Zerstörung. Ja, es ist nämlich ein Geheimtipp. Wenn man nämlich hier oben drauf drückt, dann pumpt die schneller. Ja? Eine Millisekunde pumpt die dann schneller, wenn man hier oben drauf drückt. Oder hier. Seht ihr? Schon ein bisschen vor. Ja, es geht fast daneben. Fast. Oder hier. Bam, fast daneben. Richtig knapp ist das. Oder hier, ich kann ihm jetzt Zusatzschaden machen, wenn ich auf den klicke. Bam, 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 bam. Seht ihr, wie viel Schaden er dadurch bekommen hat? Das ist ein richtig krasser Geheimtipp. Ach, oh, fu. Fu, damn. Damn. Oh, wie ich das immer hasse, ey. Was haben wir denn? Oh, das ist gut. Und der Rest ist kompletter Schwachsinn. So, erstmal wieder fetten Münzen verdienen hier. Schön, dass es alles 10.000 wert ist. Also die seltenen und epischen Sachen. Die normalen sind natürlich gar nichts wert, ne? Das ist Standard. So, genau. So. Und so, und so, und so. Und dann geht's weiter mit den letzten dreien. Sollten uns auch easy peasy, nullo problemo, null matico sein, vor allem mit einer neuen Spezialtaktik. Jetzt seht ihr es gleich wieder. Benutzt es nochmal beim Endboss. Beim Endboss ist es immer besonders effektiv. Da hittet jeder zweite Mausklick nämlich kritisch. Müsst ihr nochmal drauf achten, wie der jetzt down geht. Ich müsste die Maus ans Mikrofon halten, damit ihr es auch hört. Und tot. Easy. Nur durchs Mausklicken habe ich den jetzt geschafft. So, nice. Lucy zum 26. Milliardensten Mal gerettet. Ist ja nicht irgendwie so, als würde die immer von den gleichen Kerlen entführt oder immer an den gleichen Ort gebracht und die Polizei weiß es jetzt nicht langsam mal, aber egal. Ach, die können wir ja schleudern. Die können wir ja schleudern. Naja, sind genauso scheiße geblieben. Warum bleiben die genauso scheiße? Boah, das Teil ist eigentlich gar nicht mal so kacke, aber es bringt Minus. Und ich habe mir mal geschworen, dass ich niemals Minus ausrüste, weil Minus irgendwie negativ ist. Oh, das ist geil. Das ist richtig schön geil. Und das ist, wie gesagt, scheiße. So. Dann machen wir noch ein paar Kämpfe hier. Gegen die Capri-Sonne. Erstmal fett auf die Schnauze bekommen. Gegen Draku. Den geben wir fett auf die Schnauze. Boah, der viel Intuition. Krass. Icarus. Oh,
da hat ihn das Schmerzpflaster... Ah, nein. Oh, nice, jetzt habe ich gerade Brisanna besiegt. Aber da hat ihm das Schmerzpflaster gerade richtig fett in den Hintern gerettet. Und Samacha, sehr schön. Sollst nicht so viel Kraft haben, Samacha, das ist nicht so gut. So. Der da ist... Das ist böse. Moment mal. Ah, jetzt passt's. Genau. Dann... Wochenturnier, wo stehe ich da gerade? Erfahrung? 166? Gut. 46? Scheißegal. Und 191? Noch viel scheißegaliger. Genau. Jo, dann danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und macht's gut, haut's rein. Tschüss, 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 ciao mit au und wow.